Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Risen. Oder wie immer, wie ich es sage, Risen. So, was ich mal gerade machen wollte, ist hier mal runterschauen. Also ich finde, das hat was, oder? Gut, das ist jetzt natürlich so ein bisschen schade. Open End und so, wegen... Naja, egal. Das ist, sieht halt so ein bisschen komisch aus. So kaum Wellengang, ne? Das bisschen da, was man da als Wellengang betitelt. Naja. Naja, es sieht trotzdem schön aus. Für 2009, muss man sagen, sieht es schön aus. Wir hatten in der letzten Folge hier die ganzen Viecher bekämpft. Und auch erfolgreich gewonnen. Wollten jetzt nochmal kurz hier gucken. Oh, wir können ganz viel Hähnchenfleisch und sowas braten. Wollten noch gucken, was wir hier im Lager so finden können. Ich bin ja echt erstaunt, wie die... Jetzt sind so die ersten Folgen angelaufen. Also... müsst ihr euch vorstellen, jetzt läuft momentan, ich glaube, die vierte oder fünfte Folge ist heute erschienen. Und ich bin hier mittlerweile bei Folge 29. Da könnt ihr mal sehen, wie weit ich hier im Voraus aufgenommen habe und auch aufnehmen musste, weil ich jetzt momentan Schulungen habe und deswegen ganz viel lernen muss. Und ja, das ist alles nicht so einfach. Aber da ich das wusste, konnte ich natürlich vorträglich aufnehmen. Und ja, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit gefunden und dachte mir, schauen wir doch mal, was noch möglich ist. Und ich sehe hier direkt schon mal die nächsten Viecher. Ha! Nein. Das Gute ist, hier ist nur dieser eine Durchgang. Da können wir sie schön einzeln immer bekämpfen. Sollen sie doch hier rüberkommen. Ah, da kommt jetzt hier so ein Häuptling. Na komm. Das ist hier echt eine super Stelle. Ne, du musst schon hier hinkommen. Ich komme nicht zu dir, du Feigling. Na? Jetzt aber! Pabam! Na, was ist mit dir? Auch aufs Maul! Haha! So. Oh, da war noch einer. Huh! Boah, das war knapp. Na, komm. Zieh ich mir mal ein Steak rein. Vielleicht noch eins. So. Wo ist er? Da ist er doch. Zack, zack und Bams. Ich höre hier noch mehr. Aber wir wollen jetzt erstmal plündern. Mal gucken, ob wir hier irgendwie die Werkzeuge langsam mal voll bekommen, weswegen wir ja hier sind. Aber wir kriegen keine Werkzeuge. Das ist ja irgendwie mysteriös. Da war ein Werkzeugbeutel. Ich höre da hinten doch noch wen. Oh, das ist nur einer, oder? Attacke! Nicht mit mir! Okay, er hat mich doch getroffen. Was ist in der Truhe drin? Ein Witz erzählen und ein Goldbrocken. Ziemlich cool. Knüppel können wir jetzt nicht so wirklich gebrauchen, aber wir nehmen natürlich alles mit, was man so mitnehmen kann. Denn im Gegensatz zu Skyrim und Konsorten hat man hier irgendwie keine Gewichtsbegrenzung. Was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Denn dann kann man einfach alles mitnehmen. Da oben steht noch einer, sehe ich gerade. Oh, ich habe kein Fleisch mehr zum Braten. Die Truhe ist ja leer. Tja, wo gehen wir denn jetzt lang? Erstmal speichern, wir haben ja wieder große Kämpfe gemeistert. Ein bisschen was hier zu uns nehmen. Wir müssen auch noch in die Stadt rein und uns die Karte besorgen. Da ist auch noch was, da müssen wir aber erstmal nach oben, glaube ich. Gehen wir erstmal hier lang. Hi. Tut mir leid für dich. Was soll das?
Ne, du musst hier hinkommen. Da will der doch tatsächlich mit einem Buch schmeißen, oder was? Ist da noch einer? Das gibt's doch gar nicht. Wie viele von den Viechern sind denn hier draußen? Mein Gott. Da ist schon wieder ein Werkzeugbeutel. Cool. Auch immer schön hier die Knüppel und sowas aufheben, die die fallen lassen. Da ist noch eine Sichel. Die geben zwar nicht so viel Geld, aber immerhin ein bisschen was. Ist hier draußen noch irgendwas? Da ist doch eine Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Och nein. Das muss ich mir merken, verdammt. Ah, vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ah, hättest du mal besser bei deinem Vater abgeschaut. Der hat alles geknackt. Aber du hast ja dein Gedächtnis verloren. So, da ist der Häuptling. Ja, komm. Komm. Hier bin ich. Ich habe Angst, dass da noch wer ist. Huh. Und jetzt aber, zack. Und noch ein hier. Und Häuptling down. Da können wir was schürfen. Da war eine Axt bei. Ein bisschen Holz hacken. Mir fällt gerade auf, jetzt könnten wir auch dieses Haifischding essen. Das können wir mal machen, weil wir brauchen ja Mana und Leben. Können wir das futtern? Kriegen wir auch noch Erfahrungspunkte dafür? Pilz. Nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Gut, dann können wir jetzt hier runter. Wopsa. Und da ist nochmal Minze und eine Truhe. Schlösserknacken verstehe ich nicht. Ein Ring. Grabstein. Ruhe in Frieden. Ein Ring. Ein Ring, ein Ring, ein Ring. Schutz vor Hiebwaffen, Schutz vor Klingen. Cool. Weisheit minus 10. Ne, das wollen wir nicht. Stärke plus 3, das halten wir ja. Eine Halskette, die können wir anziehen, die bringt nichts, aber dann haben wir sie wenigstens an. Ich glaube, wir nehmen lieber 3 Stärke und das und den anderen können wir verkaufen oder so. Was können wir hier machen? Fleischtopf haben wir. Ja, kein rohes Fleisch mehr, aber wir haben die anderen Sachen ja auch nicht. Okay. So, da haben wir ja die Mine erfolgreich durchleuchtet. Wir müssen uns merken, dass wir hier noch 2 Truhen haben. Beziehungsweise ich muss mir das merken. Und ihr müsst mich nochmal dran erinnern. Das wäre ganz gut. Also vielleicht doch wir zusammen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt in die Stadt, weil auch unsere Heiltränke werden langsam etwas knapp. Und dann holen wir uns die Karte ab, schauen mal, ob wir da irgendwelche Quests noch zu erledigen haben. Mann, das Essen dauert ja immer ewig, ne, bis man damit voll ist. Ich glaube, man braucht Heiltränke. Wir müssen vielleicht auch mal gucken, dass wir irgendwie Heiltränke brauen. Hopsa. Uah, ob wir da überleben. Das ist schon wieder so ein Stachelteil. Ich hatte eigentlich gedacht, die Viecher kommen nicht wieder. Na, vielleicht ist doch hier... Ach komm, wir gehen mal hier runter. Ach ja. Hallo, hallo. Immer cool bleiben. An der Front. So, hier ist soweit nichts mehr. Jetzt haben wir natürlich viele offene Stellen, ne? Wir können die Ghule nicht besiegen, wir kommen in die Gruft nicht rein, weil da diese Skelettkrieger sind, die so heftig sind. Wir haben diese Donnerechse da gefunden, den Gorilla haben wir gefunden. Mein Gott noch. Ein paar Werkzeuge haben wir mittlerweile. Die Motten sind ja auch noch da, die waren auch sehr stark. Alles nicht so einfach, liebe Freunde. Ja, mit dem Schiffchen einfach ablegen können wir auch nicht. Was mit euch? Probier's woanders. Ja, gut, das machen wir dann.
Genau, wir können ja noch diese Kräuterquest abgeben. Da sollten wir mittlerweile genügend haben. Vielleicht kriegen wir von dem auch ein Heiltrankrezept. Das wäre sehr geil. Da ist noch ein Fläschchen. Warum habe ich das denn nicht mitgenommen? Tja. Fragt man sich dann, würde ich sagen. Die sind alle irgendwie noch da, obwohl die alle weg sein sollten. Naja. So, wo müssen wir hin? Jetzt lass mich mal überlegen. Da hinten ist der Kartentyp. Wie gesagt, ich habe jetzt schon bestimmt anderthalb oder zwei Wochen nicht mehr aufgenommen. Risen. Dementsprechend nicht mehr so ganz mein Gedächtnis. Das müsste aber der Kartentyp sein. Ist die Karte fertig? Ich habe einen Weg aus der Stadt gefunden. Und die Karte ist auch schon fertig, wie ich es gesagt habe. Und ich bin bereit, sie dir zu überlassen. Wenn du sie noch willst, kannst du sie kaufen. Kaufen? 250! Na gut. Gib mir die Karte. Pass gut darauf auf. Das ist ein gutes Stück. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hallo. Kann ich mal bitte die blöde... Ah ne, die hatten wir ja schon. Alter, du nervst mich. Naja, eine Weltkarte haben wir bekommen. Hier mit dem Vulkanberg. Das scheint diese Vulkanfestung hier zu sein. Das ist das Banditenlager. Und das ist die komplette Welt. Das geht ja eigentlich. Ist jetzt nicht so groß, aber anscheinend doch sehr viel zu tun. Das war das mit dem Marvin. Ich habe im Wald mit Marvin gesprochen. Jetzt brauchen wir noch Beppo und William. Patty. Wir sollen zu Patty, genau. Wir haben ja einen Weg aus der Stadt gefunden. Vielleicht können wir der ja davon erzählen. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde ich mir mal genauer ansehen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wehe, wenn du mich angeschmiert hast. Dann reiß ich dir den Kopf ab, klar? Wir sehen uns bei Sonja. Ja, machen wir das. Das habe ich auch gehört. Sehr gut, nächste Quest. Wieder 400 Erfahrungspunkte. Nelsons Ring. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Nelson möchte den Ring wieder haben, der ihm gestohlen wurde. Wem kann man denn überhaupt noch trauen? Wo war jetzt nochmal Nelson? Das wird sich doch nie ändern. Wo war nochmal Nelson? Ich glaube, sie hatte den Ring, ne? Ja? Kann man das nicht mit Witz erzählen machen? Da haben wir doch irgendwie was. Vier Stück. War was? Oh, mein Bauch. Ja. Ich weiß, es gibt gerade nichts. Es gibt gerade nichts. Nein! Ja, ich weiß. Das war die falsche, oder was? An. Nein, das war die. Die hatte doch diesen Ring. Ich weiß. Ich weiß. Du Miststück! Spring dich um! Was willst du hier? Es gibt gerade nichts Neues. Ich will deinen Ring. Lass mich raus! Dankeschön. Na toll. Hat sich ja gelohnt. Achso, da ist nur wieder der Typ. Scheiße. Naja gut, haben wir einen Witz verschwendet. Ich denke mal, da kriegt man noch ein paar mehr. Wo war jetzt nochmal dieser Kräuterkundler?
Finn. Bist du der Kräuter? Ne, du warst nicht der Kräuterkundler. Das war Belschwur. Pavel Flavio. Da unten waren die auch nicht. Wo war der denn nochmal? Nam, 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 nam. Ah, der war. Ich weiß wieder, wo er war. Ja, da kommen meine Erinnerungen. Dazu müssen wir hier hinten hoch am Bordell vorbei. Ist das die Dingens hier oder was? Ne. Wir können eigentlich auch zu dem Carlos oder wie der hieß gehen. Ich denke mal. Edgar. Unterrichte mich im Kampf. Ah, der hatte Schwertkampf und Armbrust, stimmt. Ich möchte ja aber Stabkampf machen. Zu Carlos, der könnte uns ja dann zum Ordenskrieger machen. Gary, und hier drin war doch bestimmt der Alchemist, oder? Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Sehr gut. Ich will gar nicht wissen, wie du das geschafft hast. Hier ist der Trank, den ich dir versprochen habe. Hast du noch Tränke? Aha, Rezepte. Wein. Man braucht Wein für Tränke. Ich nehme mal die beiden Tränke und vielleicht noch diesen hier. Braucht man noch immer ein Fläschchen? Ja, man braucht auch immer ein Fläschchen. Nee, da kaufen wir jetzt keine. Wir haben ja noch ein paar. Aber Wein brauchen wir. Den können wir uns mal kaufen und dafür geben wir ihm mal unsere Waffen. Oh, wir haben sogar ein zweites Entermesser gefunden. Krass. Die werden sogar nach Klingenschaden sortiert, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Was mache ich mit der Axt? Eher ein Werkzeug als eine Waffe. Ja. Brauchen wir aber ja nicht. 186 zu 520 ist jetzt noch nicht so ganz so gut. Können wir dem eigentlich auch einen Ring geben? Den Vasallenring, den behalten wir natürlich. Den Ring und die Halskette können wir eigentlich auch geben. Sprüche nicht. Was haben wir hier? Eine Schaufel braucht man nicht. Die Rohlinge auf jeden Fall behalten. Die Brocken auch. Zähne waren ja unwichtig. Oder? Werden als Trophäen gesammelt. Ja, hier die Dinger sind ja eigentlich auch unwichtig. Hier dieses komische Flügelstaubgedöns. Ein Pokal und ein Teller. Ein Stachel. Ja. Da sind wir schon bei 440. Das ist doch ein guter Ausgleich. Perlen halte ich mal. Ich denke mal, die könnte man irgendwo gebrauchen. Dietriche natürlich auch halten. Einmal das Kochrezept kann wieder weg. Fleischtopf. Brauchen wir nicht zweimal. Und dann müssen wir fast nichts mehr zahlen. So, Warenkorb handeln. So. Gut. Alchemie. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Und dann Alchemie 2. Unterrichte mich in der Alchemie. Einige Pflanzen sind mit der dir bereits bekannten Methode nicht zu verarbeiten. Sie müssen filtriert und ein weiteres Mal aufgekocht werden. Dann erhältst du häufig stärkere Tränke. Ja. Dankeschön. Oh, Fläschchen. Können wir das mitnehmen? Besser nicht. So, speichern. Wir haben immer noch 30 Lernpunkte. What the f... Nein, das sage ich nicht. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Weisheit haben. Ich hatte jetzt überlegt, gerade ein bisschen mehr in Stärke zu investieren. Aber wir brauchen ja auch Weisheit. Da müssen wir dann natürlich noch ein anständiges Maß finden. Geschicklichkeit übersehe ich jetzt einfach mal. Ich weiß, wir könnten mit dem Bogen noch mehr machen, aber ich hoffe dann einfach auf ein paar Zauber, die wir noch erhalten werden. Und dann sollte sich das auch ausgleichen. Mit Zaubern dann erstmal auf Distanz schwächen und im Nahkampf besiegen, wenn wir dann hier so ein Stäbchen nehmen. Essstäbchen oder so. Sind extra aus Japan importiert worden.